YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Over the Rest und ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video hier auf dem Hauptkanal, Freunde. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, bin ich derzeit sehr, sehr aktiv auf Twitch und generell auch auf dem Drittkanal Patrick Spector. Aber ich werde auch wieder versuchen, hier für euch Content abzudrehen. Und eine Frage, die ich in letzter Zeit über die Livestreams bekommen habe, ist, welche Hosen ich euch empfehlen kann für günstig Geld. Ich habe versucht, unter 50 Euro zu bleiben. Das ist mir manchmal nicht gelungen, weswegen ich wahrscheinlich im Titel geschrieben habe, dass das Hosen unter 100 Euro sind. Aber ich sag mal so, es sind auch welche für 20 Euro mit dabei. Ich musste sogar die ein oder andere Pants rauscutten. Also falls ihr wollt, dass vielleicht sogar eine zweite Folge von diesem Format online kommt, dann wisst ihr Bescheid, Freunde. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Dann bin ich mir sicher, dass der Scooterpad in naher Zukunft, wenn er denn Zeit findet, diesbezüglich nochmal ein Video raushauen wird. By the way, alle Links zu den Hosen werdet ihr natürlich wie immer, meine Freunde, unten in der Beschreibung finden. Also falls ihr irgendwie Bock auf die einzelnen Sachen habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne abchecken. Und ich will vorschlagen, wir labern gar nicht lange drum rum, sondern wir fangen mal mit der ersten von 5, beziehungsweise 2 habe ich nochmal on top, so als Alternative mit reingenommen an. Und ich bin gespannt, ob für euch was dabei ist. Die erste Hose wird dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt vorkommen, weil das ist die berühmt-berüchtigte Amazon Pants, die gerade mal 20 Euro kostet. Ja, für 20 Euro bekommt ihr jetzt nicht die heftigste Qualität, aber sie ist vom Fit und gerade auch für den Preis wirklich unschlagbar. Ich habe die nahezu in jeder Farbe. Hier zum Beispiel eine beige, eine graue, eine dunkelblaue und ich habe bestimmt noch 2, 3 andere zu Hause rumliegen. Ich wollte euch jetzt nicht alle mitbringen, aber so vom Ding her ist das halt eine locker sitzende Anzugshose mit einer eingebügelten Buntfalte vorne dran, die schön, wie es auch sein soll, meine Freunde, auf dem Schuh stackt. Wirklich in sehr, sehr vielen Outfits habe ich diese Hosen mit eingebaut. Ich würde euch empfehlen, euch hier so ein bisschen ranzutasten, weil es dauert vielleicht das ein oder andere Mal, bis man so die richtige Größe für sich gefunden hat. Aber ich denke mal, True to Size sollte auf jeden Fall schon mal ein richtiger Ansatz sein. Maximal eine Nummer größer, sowohl bei der Weite als auch bei der Länge, um da einfach, auf Nummer sicher zu gehen. Meine absolute Empfehlung und ich weiß, dass viele von euch diese Hose auch schon zu Hause rumliegen haben. Die allseits bekannte Amazon 20 Euro Pants, wie wir sie getauft haben. Machen wir weiter als zweiten Spot mit ebenfalls einem Klassiker und da bin ich mir auch sicher, dass das jetzt nichts Neues für den einen oder anderen sein wird, weil die Levi's 501 hat wahrscheinlich mittlerweile jeder von euch im Schrank. Ich habe hier einfach mal 2 Varianten mitgebracht. Einmal hier diese grau gewaschene und dann noch einmal ein etwas helleres Grau. Ich finde, das kann man machen, aber mein Favorit, bin ich ganz ehrlich zu euch, ist dieses dunklere Grau. Wie man es gewohnt ist, ist das eine Straight Leg Pants, die auch schön auf dem Schuh stacken kann. Ich kann euch hier empfehlen, vielleicht noch so ein bisschen dran rumzufeilen und zu individualisieren. Zum Beispiel hier unten den Bund aufmachen oder vielleicht ein paar Rips extra dran machen, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Das ist leider einer der Hosen, die nicht unter 50 Euro kostet, weil hier muss man schon so 80 bis 120 Euro einplanen, aber auch die gibt es in unzählig vielen Waschungen und Optiken, also da ist wirklich für jeden was mit dabei. Und ich werde euch auch versuchen, genau diese hier unten in die Beschreibung zu packen. Seien wir mal ehrlich, das ist so die Jeans, die immer geht. No joke, die geht immer, quasi der Air Force One unter den Jeans, meine Freunde. Machen wir weiter mit dem dritten Platz und das teilen sich tatsächlich 2 Hosen, weil eine davon ist auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen überrannt, aber diese Worker Pants von Carhartt sehen wir ja in letzter Zeit sehr, wirklich sehr, sehr häufig. Ich glaube, diese schwarze hier haben wir erst vor kurzem bei dem Amazon Mystery Box Video gesehen gehabt, wenn es mich nicht täuscht. Und klar gibt es dann noch ausgefallene, wie zum Beispiel von Department Gallery, die das Ganze mit ein paar Farbklecksen versehen und dann teuer Geld dafür verlangen. Aber ich sag mal so, als Basic-Variante und gerade so, wenn man sich ein Budget von 50 bis 70 Euro gesteckt hat, ist das wirklich eine Pants,
die gerade den aktuellen Zeitgeist sehr, sehr auf den Punkt treffen, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch die gibt es in verschiedenen Colors. Ich finde hier die schwarze für mich am angenehmsten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele von euch die beige interessant finden. Aufpassen hier, denn die fällt relativ groß aus. Ja, sie stackt auf dem Schuh und sie ist auch wirklich extrem weit geschnitten. Aber wer sagt, du Patrick, die habe ich jetzt wirklich schon das ein oder andere Mal gesehen und eigentlich bin ich auf der Suche nach ein bisschen was anderen, dann schaut euch vielleicht mal diese Workwear Pants von Dickies an. Ähnliches Prinzip mit vorne an den Knien so einen, ja, so einen extra Layer, so einen Patch und auch hier nochmal das Dickies Logo vorne drauf. Aber ansonsten dann ein bisschen minimalistischer gehalten. Ich habe jetzt hier die beige, aber auch die gibt es in mehreren Farben. Und nochmal als kleines Detail hat man hier hinten ebenfalls nochmal einen Branding und nochmal so eine kleine Tasche, der den ganzen Workwear-Look aufgreift, Freunde. Auch die fällt relativ groß aus, muss ich sagen, aber ist halt vom Stoff und generell auch von der Qualität ziemlich ähnlich wie die von Carhartt, weswegen ich einfach dachte, dass die relativ gut zusammenpassen. Dann schon ein bisschen spezieller ist folgende Jeans, denn die hatte ich bereits auch schon auf Instagram in einem Outfit präsentiert und da war die Resonanz so ein bisschen zwiegespalten. Viele haben es gefeiert, aber einige von euch haben dieses Kontraststitching überhaupt nicht gefühlt. Kann ich auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen, weil das gibt mir auch so ein bisschen diesen True Religion Vibe, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber diese Schlagjeans, ja, das ist eine Hose, nicht wie die anderen, die straight geschnitten sind, sondern die hat wirklich einen Schlag, ist vom Fit mal was anderes, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch die gibt es in verschiedenen Waschungen. Ich habe jetzt hier diese Blue Jeans und da muss ich sagen, hate it or love it. Weil die Pants ist wirklich nicht jedermanns Sache. Erstens vom Schnitt, aber auch wie gesagt von der ganzen Aufmachung, von der Waschung her. Muss man das Ganze fühlen, um das Ganze appreciaten zu können. Preislich ist die mit 50 Euro absolut im Rahmen. Auch Qualität an der Stelle absolut in Ordnung. Ich werde euch auch versuchen, von jeder Hose nochmal On-Body-Bilder mit einzublenden, damit ihr da eine bessere Vorstellung habt, wie das Ganze sitzt und fällt. Denn das ist natürlich immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade bei Hosen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich finde, Hosen und auch generell Jeans etc. ist schon Hauptbestandteil oder kann zumindest sehr, sehr viel ausmachen bei einem Outfit. Und da ein paar Variationen, gerade für wenig Geld zu haben, ist, denke ich mal, hilfreich. Deswegen habe ich die hier nochmal mit reingenommen. Und dann abschließend, Freunde, nochmal eine Cargo Pants, denn die haben wir bis jetzt gar nicht mit dabei gehabt. Da muss ich wieder sagen, dass ich euch zwei mitgebracht habe. Einmal eine Hose, die man gerade in letzter Zeit bei mir ziemlich häufig sieht, nämlich diese Cargo Pants hier von Branded mit sehr, sehr vielen Taschen übersät und generell auch vielen, vielen Reißverschlüssen, weil diese Hose hat den Aspekt an sich, dass man die quasi zu einer kurzen und zu einer Dreiviertelhose kürzen kann. Machen tue ich das nicht, sondern das ist einfach ein nicer Designaspekt. Preislich ist die hier sogar fast mit am günstigsten. Ich denke so für 30 bis 40 Euro, maximal 50 Euro, sollte die schon ja, zu haben sein. Gibt es in drei Farbvarianten. Einmal dieses Khaki, dann habe ich noch ja, die schwarze Version davon. Und ich meine, es gibt auch nochmal eine beige, aber die ja, habe ich mir noch nicht gekauft. Aber gerade, ich sag mal vorsichtig, zu diesem Rick Owens Vibe, ja, vage ausgedrückt, passt die ganz gut und ist auch, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, sehr weit geschnitten, damit, ja, der stackende Vibe auch zur Geltung kommt, meine Freunde. Wem das hier aber so ein bisschen too much ist und vielleicht, ja, nicht so hundertprozentig gefällt, habe ich nochmal eine klassische Cargo mitgebracht, die ebenfalls weit geschnitten ist. Wieder von Dickies, meine Freunde, mit einem einfachen Branding. Vorne links an der Tasche und ansonsten komplett schwarz. Finde ich nice, auch vom Material ein bisschen was anderes. Geht so ein bisschen in die Richtung von dieser hier, aber ein bisschen softer und auch ein bisschen angenehmer auf der Haut, weil die sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen steif, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die fällt schön und sollte es schon so für 40 bis maximal 60 Euro zu haben geben. Freunde, das war es jetzt erstmal von dem ersten Teil der günstigen Hosen unter 50 bzw. unter 100 Euro. Falls ihr davon mehr sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Question of the Video geht natürlich wie immer, meine Freunde, raus an euch. Welche Geheimtipps kennt ihr noch?
Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, falls euch dieses Video gefallen hat. Habe ich gerade schon gesagt. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Endlich mal wieder ein Video auf dem Hauptkanal rauskauen. Ist das nicht schön, Freunde? Wir versuchen jetzt hier, wie immer, ja, habe ich schon 100 Mal angekündigt, konstanten Content rauszubringen. Aber ich bin guter Dinge, dass das diesmal klappt, ja? Cross fingers.